Hallo. Hallo. Mein Name ist? Julia Grabitz. Sport oder Latein? Sport. Was ist Grabitzen? Bitte? Was ist Grabitzen? Grabitzen, das bedeutet, ich bekomme per E-Mail eine Anfrage und antworte innerhalb von ungefähr einer Minute spätestens. Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, relativ zeitig die Dinge zu erledigen, die da anstehen. Das kann ich bestätigen. Danke. Aperol oder Lillet? Bitte? Aperol oder Lillet? Oh, Lillet. Loft oder WG? Loft. Das langweiligste Lateinthema ist? Gibt's nicht. Das stimmt nicht. Vokabeln? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr Nachmittagsprogramm in drei Worten. Spazieren gehen, bisschen was für die Schule und ein bisschen chillen. Nie mehr reisen oder nie mehr reiten? Nie mehr reisen. Bratwurst oder Döner? Oh, muss ich mich entscheiden? Ja. Döner. Was ist morgens oft Ihr erster Gedanke? Ich bin müde. Machen Sie die Augen zu. Stellen Sie sich vor. Augen zu, sehr gut. Stellen Sie sich vor, Kollegiumsabschluss. Zwei Kolleginnen tanzen auf einem 5 Meter hohen Gerüst. Was würden Sie tun? Mittanzen. Hab ich mir fast gedacht. Bei Rot über die Ampel gehen? Sie können die Augen wieder aufmachen. Hab ich schon mal gemacht, ja. Ist aber nicht okay, aber ich hab's auch schon mal gemacht. Welches Karnevalskostüm würden Sie nie anziehen? Oh. Keine Ahnung, gibt's nicht, ne? Nee. Welches Karnevalskostüm würde ich niemals anziehen? Lack und Leder. Verstehen Sie TikTok? Nee. Wie schauen Sie, wenn die zweite Kasse im Supermarkt aufmacht? Wie ich schaue? Was macht man gegen Liebeskummer? Oh, Eiscreme essen. Viel? Ja, viel. Sehr viel. Sie haben einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich? Zufriedenheit. RTL oder ProSieben? ProSieben. Löwe oder Tiger? Löwe. Und bei welchem Lied rennen Sie direkt auf den Dancefloor? Boah, tausende. Larger than life. Von? Ja, take that. Wie heißen die denn? Backstreet Boys. Wie viel Paar Schuhe besitzen Sie? Au, oh, 50. Das ist ganz schön viel. Ja, man sieht es auch in der Schule nicht, aber ich habe viele. Und was wollten Sie schon immer einmal loswerden? Ich liebe das Kepler. Danke. Gerne. Ich danke euch. Sondern wahrscheinlich raushauen. Ja, war entspannt.